Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kollege Bombis sagte eben, es ist schon mehrfach angesprochen worden als Einleitung zu seiner Rede. Da, lieber Kollege, muss ich Ihnen tatsächlich recht geben. Eigentlich ist das alles, was wir hier besprechen, schon mal irgendwann von irgendjemandem gesagt worden. Die Beschlusspunkte aus dem FDP-Antrag, die hatten wir eigentlich auch alle schon mal von Ihnen vorgelegt bekommen, und wir haben die Diskussion, die eigentlich für Sie motivierend, die Motivation war, die Anträge heute so zu stellen, die hatten wir letzte Woche eigentlich auch erschöpfend im Wirtschaftsausschuss, und wir haben die Thematik eigentlich auch erschöpfend da klären können. Ich habe eben noch festgestellt in Ihrer Rede, als Sie das E-Government angesprochen haben, da würde ich gerne darauf verweisen, dass wir da gestern Abend ein sehr, sehr gutes Gesetz zu dieser Thematik vorgelegt haben. Das heißt also, wir sind eigentlich jetzt in einer Situation, dass wir eine Diskussion, die wir schon an ganz vielen Stellen geführt haben, hier von Ihnen noch mal wiederholt kriegen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch gute Argumente auf unserer Seite, die wiederhole ich auch gerne. Wir sind zunächst mal, das muss man immer wieder festhalten, unter den Flächenländern nach wie vor Spitze beim Ausbau in den ländlichen Regionen. Das ist gut so, das ist richtig so, und das wird auch so bleiben, weil wir die richtigen politischen Ansätze dafür angelegt haben, dass wir diese Position erhalten können. Und da ändert auch das Gejammer aus der Opposition nichts dran. Und dieses Gejammer wird den Betrieben, wird den Menschen, die sich vor Ort für schnelles Internet einsetzen, einfach auch nicht gerecht. Wir unterstützen diese Menschen sehr konkret, zum Beispiel durch die neue Förderrichtlinie zur Erstellung von NGA-Konzepten oder zur Förderung von Breitbandkoordinatoren. Da leisten wir konkrete Unterstützungsleistungen, auch über das noch hinaus, was wir in der Vergangenheit schon mehrfach hier besprochen haben. Denn das, was Herr Bombis hier vorgetragen hat, das, was Herr Schick hier vorgetragen hat, das ist ja nicht richtig. Es ist ja, ich kann Ihnen ja insoweit folgen, dass es darauf ankommt, dass wir mit eigenem Landesgeld reingehen müssen, dass es darauf ankommt, eigenes Landesgeld bereitzustellen. Und genau das tun wir ja auch. Und zwar in erheblichem Umfang. Wir unterscheiden uns da auch von anderen Ländern. Das hat der Kollege Vogt eben richtigerweise schon gesagt. Wir unterscheiden uns da von den anderen Ländern dadurch, dass wir eigenes Geld bereitstellen, um die Bundesmittel kofinanzieren, erhebliche Summen, und die sind ungedeckelt. Wir geben eigenes Geld aus der digitalen Dividende 2 in den Breitbandausbau. Nicht nur zur Kofinanzierung des Bundesprogramms, sondern auch für eigene Programme. 50 Millionen Euro für Glasfaser für alle Gewerbegebiete, 65 Millionen für die Förderung der ländlichen Räume. Und wir haben uns an dieser Stelle, das will ich gerne noch mal betonen, wir haben uns an dieser Stelle von keinen Zielen verabschiedet, und das gibt auch, und das muss man vielleicht mal erwähnen, weil Sie sich hier immer auf die Richtlinien des Zaubereiministers Dobrindt beziehen. Wir haben nichts anderes angelegt. Herr Schick, hören Sie mir noch mal zu. Wir haben nichts anderes angelegt als genau die Förderkriterien, die in der Bundesförderung vorgesehen sind. Sie können nicht auf der einen Seite Herrn Dobrindt loben und auf der anderen Seite uns dafür kritisieren, dass wir das tun, was er im Bund angelegt hat. So, schauen wir nach Bayern, das ist ja immer das gelobte Land der Opposition. Die dortigen Förderkriterien sagen 50 Mbit als Sollziel, 30 Mbit sind ein Muss für die Förderung. Da sind wir strenger, und wir machen konkrete Zielvorgaben. Kein Förderprogramm geht über unsere Werte hinaus im Bundesvergleich. Wir haben die alle nebeneinander gelegt. Kein Förderprogramm geht über unsere Werte hinaus. So, wir haben über die letzten Jahre erheblich investiert, auch in den Bereich Förderung ländlicher Räume. Schauen Sie sich die Historie an, wie es aussieht mit den Strukturfördermitteln für die ländlichen Räume. Das war zu schwarz-gelben Zeiten, 2008 1,1 Millionen, 2009 1,7 Millionen, 2016 sind es alleine bis Ende Mai und nur aus diesem Bereich 5,3 Millionen. Das heißt, da wird es noch erheblich weitergehen. Vernünftig gelöst ist auch da die Kombination aus ELA-Mitteln und Mitteln der digitalen Dividende. Dadurch kommen wir bei ELA auf eine Aufgreifschwelle von 30 Mbit. Aufgreifschwelle ist ja auch eine Diskussion, die wir lange geführt haben. Ich will da auch gerne an dieser Stelle noch mal das Engagement von Staatssekretär Becker besonders hervorheben, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir darauf hingewirkt hat,
dass wir da die Aufgreifschwellen anheben können. Von 2 auf jetzt 6 Mbit, das war tatsächlich eine ganz wichtige Leistung. Die Redezeit. So, ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir haben gesehen, dass die Opposition an den Stellen, wo sie sich aufricht, die Fördersystematik nicht verstanden hat. Sie nörgeln kleinkariert das Land schlecht und wir gehen rein in diese wichtige Zukunftsaufgabe mit erheblichen Mitteln. Ich sage es gerne noch einmal, bis 2018 eine 500 Millionen Euro, denn wir bleiben bei unserem Ziel und wir verfolgen dieses Ziel mit allem Nachdruck. Schnelles Internet für alle. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr